Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Company of Heroes 3. Wir beenden die Runde hier, denn wir haben alle unsere Truppen bewegt. We have to neutralize that gun. Ja, wir sind da dabei. Ein Angriff. Autogefecht, Sieg und kaputt. Alter, der ist komplett im Arsch. Nice. Stark. Der fährt Richtung Barletta. Okay, nervig, aber müssten wir gewinnen. Easy. Sehr schön. Mach's gut, Kumpel. Der geht echt zum Konterangriff über. Muss er wissen. Und wo will der hin? Mein Gott. Ah, Mist. Okay. Dann machen wir das halt. Ich frage mich immer noch, wonach der das macht mit diesem komischen Autogefecht-Ding. Und das ist für mich immer noch ein bisschen unlogisch, ehrlich gesagt, bei manchen Dingen da. Aber man muss halt immer darauf hoffen, entweder hat man mal Glück oder man hat halt kein Glück, ne? In dem Fall hatten wir halt immer kein Glück. Das passiert. Alright, men. We may be on the defense, but that just means we're in a better position to bring the fight to the enemy. If we can surround their HQ, we'll have a chance to force a retreat. Also zweimal hintereinander die gleiche Quest finde ich aber schon ein bisschen hart. Na gut, kriegen wir hin. Das Gute ist, wenn wir Angriffspioniere, dann können wir versuchen, wieder ein paar Bunker zu bauen. Das versuchen wir direkt von Anfang an, dass wir direkt hier hingehen und den da versuchen einzurunden. Das ist zumindest das, was ich jetzt eigentlich so als Plan habe. Ob das letztendlich funktioniert, sehen wir dann. Ich glaube, wir machen sogar ein Halbkettenfahrzeug. Nee, es kostet mich Treibstoff. Nee. Muss nicht. Munitionslager nehmen wir mit. So. Machen wir noch einen Schützentrupp. Say the word, sir. We have riflemen taking the field. Der Riefelman ist da. Hallo. Geh bitte mal dahinter die Sandsäcke. Ich versuche übrigens jetzt gerade mit den Pionieren, deswegen habe ich hier außen rum geschickt, da hinzugehen, direkt eine Kampfstellung zu bauen und hier hinzugehen und direkt Kampfstellung zu bauen. Ich will den so früh wie möglich direkt in seine Basis einsperren. Und ich hoffe, das funktioniert. Das wäre so wichtig für mich. Weil das scheint ja für diese Art von Mission dann auch schon irgendwie eine der besten Arten und Weisen zu sein, wie man vorgehen kann. Ich hoffe, das funktioniert auch wirklich alles, Mann. Das wäre so ärgerlich, wenn wir jetzt wieder hier 10 Stunden warten müssen, ne? Ich überlege, ob ich mir davon welche holen soll. Also einen. Aber bei einem können wir sparen, direkt auf 150 ein gutes. Wobei die halt auch nicht schlecht wären, ne? Na, wir warten erstmal ganz kurz. We secured the point. Gut so. So. Eigentlich müssen wir direkt hier auch schon einen Bunker hinsetzen, weil der kommt ja teilweise hier außerhalb der Karte reingelaufen. Wobei ich noch nie richtig verstanden habe, von wo kommen die ja eigentlich, die Gegner. Weil die sind immer hier so reingefahren, aber... Wie? What the fuck? Aber sonst geht's ihm gut, ja? What the fuck? Okay, jetzt geht er mal voll auf gebündelte Armee. Kann er machen, aber er ist trotzdem hart. So, Nate, komm, bitte jetzt nicht wegrennen. Guter Hit. Sehr schön. So, und jetzt müssten wir hier eine Kampfstellung hinbauen, weil da oben kommt er eh nicht lang. Dann fangen wir hier an, den so zu bauen, dass er da nicht irgendwie außen rumlaufen kann. Ich möchte ihn direkt von Anfang an blockieren. Wir bleiben erstmal hier stehen, so. Wir versuchen den direkt von Anfang an wegzublockieren, wie es nur irgendwie geht.
und damit Panzern das ganze Ding zuzumachen. Nee, komm, du gehst zurück da hinten hin. Das war schon echt ein wichtiger Punkt eigentlich. Wenn wir hier langsam Schritt für Schritt dahin gehen, ist das auch fein für mich. Nummer Uno haben wir. Junge, komm. Wobei, setzen die wir direkt daneben, oder? So. Hallo? A fuel point is being lost. Genau so, dass die schön nebeneinander stehen, das ist wichtig. Holy shit, Alter, was geht denn da ab mit denen? Holy moly, Alter. Wobei, lieber da stehen, da kommt mich gerade ein kleiner Trupp. Krank. Okay, die Shamans können wir uns sogar fast schon leisten. Das ist gut. So, der linke Gang ist schon mal abgesperrt. Da kann ich schon mal nicht mehr durch. Nächstes Ziel. Column of enemy tanks is returning to their HQ. And the Krauts are eager to repair them and put them back on the field. Let's make sure that doesn't happen. Grab your kit. Go! You men, get, come on. They pushed us off the sector. Ja, das passiert. Dann gehst du dahin und dann dahin. Da kommen die Panzer angerollt. Das ist ja schlecht. Make a decision. Get on with it. Weil das habe ich jetzt leider gerade nicht so. Schwierig. Wir müssen dafür erstmal eine Nate hinwerfen. Let's go, boy. Ja, okay. Okay, ich bin ehrlich, das ist gerade ein bisschen kritisch. Einmal kurz reinbrennen. Dass er auch laufen muss. Wo könnt ihr rennen? Ihr geht kurz zurück, weil ihr müsst ganz kurz gleich einen Nate auf den Panzer dingsen. What the fuck geht hier ab, Mann? Wieso schickt der so krass gebündelt hier alle hin? Das ist so krank, was der da hat. Heftiger Typ. Okay. So, wir müssen es direkt mit beiden treffen. Aber es sind sogar drei. Ja, moin. Ja, wie habt ihr euch das vorgestellt, wie ich die besiegen soll? Ich meine, ja, die sind langsam und so. Wie soll ich denn das machen, bitte? Ist schon eine schöne Wunschvorstellung, die ihr da habt. WTF, ich kann doch nicht jetzt drei Panzer besiegen. Also ja, kann ich schon, aber nicht in so einem frühen Stadium hier. What the fuck, Mann. Der Punkt ist übrigens kritisch, den hätten wir nicht verlieren dürfen. Da verlieren wir gerade richtig viele Punkte durch. Holy shit. Also irgendwas läuft mit den Gegnern gehörig falsch hier. Okay, wir können uns fast die Panzer leisten. Ich, vielleicht sind wir noch rechtzeitig genug, für die dann natürlich was dahin senden können. Wäre natürlich dann nice. Haben wir es jetzt bald? Oh Gott, dauert das noch lange. Tick, tack, tick, tack. Ja gut, wir können uns trotzdem schon mal einen davon holen. Einen Riffel mehr haben. Rifles reinforced. Say the word, sir. We're up. Let's move out. Yeah, we're taking it from them. Let's advance. Derry's got a nice. One of our munitions points is being neutralized. Oh, jetzt sind die von hinten einfach dahin gelaufen. Ja, Wahnsinn, Leute. That's more like it. Natürlich kommen die von da unten. Ach, fuck. Ja, genau jetzt. Jetzt werden natürlich die beiden Punkte dann zerstört, ne? Das ist ja so dämlich einfach, ne? Das muss ich mal ganz kurz merken. Weißt du, was mich übrigens am meisten stört mittlerweile? Dass die KI halt durchgehend perfekt alles sehen kann, was man macht. Das finde ich halt einfach nur maximal unfair. Die KI hat keine Sichtweite, die weiß halt alles. Und das macht dann halt solche Punkte hier ein bisschen kaputt. Wäre der erst von vorne hingelaufen und hat gemerkt, schwierig. Wäre ja auch fein gewesen, aber so ist halt einfach nur ein bisschen gemein irgendwie, weiß ich nicht. So geht's mir zumindest ein bisschen mittlerweile. Ich find's halt schade, dass das dann halt irgendwie auf so eine Art und Weise funktioniert, leider. Echt leider, einfach nur. Leider.
Ja, jetzt macht einfach die Bunker kaputt, die ich jetzt aber endlich vernünftig bauen konnte. Na, vielleicht sind die Panzer rettet sich da. Oh, guter Hit. Aber Gott sei Dank brauchen die ziemlich lange, um das zu zerstören. Und der läuft trotzdem von vorne. Ja, der ist dann wieder dumm, weißt du? Ich verstehe das auch nicht, Mann. So. Oh shit, was geht denn hier ab jetzt? Okay. Hier passt alles, ne? Sehr gut. Die Pack ist direkt zerstört, bevor sie was tun konnte. Hervorragend. Ihr geht da rein, erober das Ding. Du bist hier kurz weiter reparieren. Wichtig und richtig. So, alles bitte einmal einnehmen. Zack. Na gut, die Panzer, keine Chance. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt aufhalten soll. Also selbst wenn ich extrem hart versucht hätte und richtig reingetried hätte, wie hätte ich das machen sollen? Wieso bringst du den eigentlich nicht um? Bist du so schwach oder so? Okay. Ja gut, das ist natürlich jetzt totaler Schwachsinn, ne? Mit einem Panzer hinzukommen. Oh wow, das ist einfach ein MG. Okay, da kommt gleich noch ein Panzer. Kannst du bitte aufhören, auf meinen Panzer zu schießen? So, die beiden Bunker sind wieder heile. So, der linke Gang ist ja wie gesagt schon mal abgesaved. Das ist wichtig und richtig. Ich glaube, wir machen einfach nochmal so einen doppelten M4 A3 E8. Bester Name übrigens für einen Panzer. Ging auch nicht kompliziert oder so, nee. Ich weiß, dass der MG steht, ich gehe da trotzdem mit zwei Truppen hin, weil wir könnten eventuell versuchen, den da direkt nett ins Gesicht zu werfen. Wenn die nicht instant gepinnt werden. Oder der schickt aber eine ganz kurze Mini-Armee hier hin. Ah. Oh, war sogar gut eigentlich. Klonk. Das war gut. Okay, das passt auch. Du machst hier bitte einen Bunker hin. Huch, ach so, weil ich es nicht beinahe ist. Lol. Ja, deswegen kriege ich auch das Ding nicht hier hin. Ja, hier habe ich das nicht jetzt verkackt, weil die zwei da, nach da gelaufen sind wegen dem Panzer. Dann machst du nicht, der hat keine Nades. Das ist ja dumm. Oh, unglücklich. Einfach nur unglücklich gelaufen. Oh, dem geht's nicht so gut. Wegen dem Mörs oder was? Mach mal bitte den Bunker kaputt. Den habe ich übrigens vergessen. Den Trupp. Wirklich jetzt? Die bringen jetzt den Ingenieur um. Frech. Jetzt mach doch nicht wieder den Quatsch hier. Och, Junge. Der hat sogar einen Panzer mitgeschickt, der fast kaputt ist. Weißt du was? Dann gehen wir mal einfach in seine Basis rein. Das ist mir zu doof. Einfach rein da. Was soll er machen? Holy shit, Motorschaden? Warum? War da eine Mine? So. Einfach rein da. Da macht er nichts. So, ihr könnt in diese Richtung gehen. Da ist der Panzer, der auch kaputt ist, fast. Ich hab die nicht mehr repariert. Ich dachte, der repariert die instant. Weiß, wie recht ein Problem geworden, aber so. So ist es spannend. Bin ich ehrlich. Wir könnten kurz die Fahrzeuge ein bisschen besser machen. Weil wir haben ja gerade eh ganz gut Munition. Damn it.
Alter, geben die übel Gas. Holy shit. Okay, die Fähigkeit ist schon krass, muss ich zugeben. WTF, das sieht aus, als hätte ich das beschleunigt. So, immer kurz ein bisschen vorfahren hier. Damit vier Shermans schön den Typen umstellen. Leute. Da ist großer Panzer, macht kaputt. Wie ist denn jetzt da hingekommen, Leute? WTF? Ja, lass ihn machen, das wäre eigentlich egal. Jetzt sind wir ehrlich, was soll er machen? Der ist quasi am Arsch, der Typ. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Wir könnten mit dem schon mal hingehen, theoretischweise sowas machen, ist eigentlich auch egal. Geh einfach erobern. Warum brauchst du gar nicht mehr? Der ist eh im Arsch. Ich glaube, der ist komplett am Arsch. Der kann nichts mehr machen. Sektor lost. Ja, lass mal ruhig die ganzen Randgebiete da einnehmen, das ist mir egal. Aber wie viel HP auch die Gebäude haben, das finde ich krass. Alright, men. Mission accomplished. Let's get out of here. Er ist besiegt, bevor wir den Punkt einnehmen konnten. Stark. Es ist halt einfach einfacher, den Gegner komplett zu überrennen und seine Basis zu zerstören, als das Gebiet rund um seine Basis zu halten. Das ist ja eigentlich auch schon echt ein hartes Statement, oder nicht? Naja, gut. Okay, cool. Dann raus da. WTF, Junge. Na komm. Zum Starten beliebige Taste drücken. Okay. Mach's gut, Kumpel. Puff. Der hat nicht mehr geschossen. Nur mit Maschinengewehr geballert. Ja, da wurden sie noch verschont. Huch. Ja, das können wir wenigstens automatisch machen. Mach's gut, Kumpel. Das war's mit dir. Bonk. Wenigstens keinen mehr in meinem Gebiet hier drin. Das war auch eine Frechheit. Echt jetzt noch einer? Das ist gut genug, nehmen wir. Leute, ach, so ein Ding ist das? Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ach nö, da müssen wir den ja spielen. Oh. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.